Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Foot Champions Video. Und heute gibt es die Elite 1 Rewards. Jungs, ihr wisst es ja, mein Rekord, 36 Siege. Okay, wir hatten schon mal 37, aber auch wieder eine Rekord-Weekend-League, die wir hier heute an den Start gebracht haben. Heißt, zweimal Inform-Packs, einmal ein Elite 1 Pack, und da bekommen wir auch noch von Daniel sein wöchentliches Elite 2 Pack zur Verfügung in diesem krassen Team of the Week. Da kann man auf jeden Fall heute hier was Geiles erwarten. Jungs, lasst natürlich gerne ein Like da. 3000 Likes wären heftig, und checkt auf jeden Fall das Video von gestern ab. Da gibt es nochmal zwei Elite 1 Monthly Rewards, also rote Karten. Und ja, nicht nur das, dass wir heute ein Elite 2 Pack haben. Nein, auf dem PC habe ich auch noch mein Inform Pack, also insgesamt 4 Stück. Ja, da komme ich auch selber schon ein bisschen durcheinander. Werden wir heute öffnen zu diesem Team of the Week mit Pogba. 89 Rated. Guckt euch mal diese Stats an. Dann natürlich Arnautovic, auch eine richtige Kante. Wenn der kommt, Firmino, Dele Alli, Lingard und natürlich hier Paulo Dybala in Form auf dem rechten Flügel, ist aber trotzdem richtig stabil. Dann haben wir hier auch nochmal Alexis Sanchez und ja, Ederson ist auch eigentlich gar nicht schlecht. William hier auch noch auf der Bank. Ake, wo ist denn der? Der war doch auch noch am Start. Genau hier. Den könnte man auch noch ziehen. Hat richtig gute Stats. Und da kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Wir springen direkt zu Daniels Rewards. Checkt auf jeden Fall seinen Channel ab. Denn Schwiefer ist in der Beschreibung. Danke nochmal für deine Rewards. Und jetzt mal gucken, was wir in diesen Elite 2 Packs ziehen können. Da seht ihr schon, das 100k Pack ist hier am Start. Und natürlich das Premium Team of the Week Set. Ich würde sagen, wir fangen natürlich ganz normal an mit dem 100k Pack und mal schauen, ob hier vielleicht eine Ikone oder so drin sein wird. Könnte ja eigentlich sein. Und EA gönnt erstmal nicht, aber dafür ein Schlitz. Spanien, Centralis, Mittelfeld, Barcelona, und das wird ein Walkout, und das ist Andres Iniesta. Andres Iniesta als Walkout. Der wird wahrscheinlich eine Team of the Year Karte bekommen. Hätte ich ihn vielleicht auch sagen können, dass er die aufsparen will oder hätte, aber er wollte, dass ich die öffne. Oh, mit die Squirdo in Form, Mané auch noch. Also das nenne ich ein wirklich stabiles 100k Pack. Können wir mal gucken, die Squirdo kostet 20.000 Coins. Dann, ja, ich glaube, Iniesta kostet auch nicht mehr so viel. 20k vielleicht, 30k für die Challenges. Ja, okay, 20.000, 28.000. Mané ist natürlich auch nochmal wirklich sick. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Vielleicht wird der jetzt hier ein Paulo Dybala oder sowas kommen. Auch jetzt hier einen richtig schmackhaften Inform. Und das wäre doch heftig. Komm, EA gönnt jetzt Daniel einfach eine heftige Karte. 3. Ich mache einfach mit der Nase auf, Alter. 2, 1. Bitte, let's go. Lass es Pogba oder Sanchez oder Dybala sein. Wir werden es sehen. Und wer wird es? Komm, gute Nation, Italien, Torwart. Es wird Perin, 85er. Ja, 85er Perin hat eigentlich gar nicht so schlechte Werte, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so das Wahre. Mal gucken, es könnte ja noch was dahinter sein. Perin in Form ist hier am Start. Und mal schauen, wer noch dabei ist. Schon wieder Izquierdo und Quagliarella. Ja, läuft nicht wirklich hier mit diesen Packs. 35.000, 30.000 kostet Perin. Und ansonsten ist Izquierdo auch nicht gerade, haben wir ja eben nachgeguckt, auch nicht gerade viel wert. Das waren auf jeden Fall schon mal die Elite 2 Rewards von Daniel Dench FIFA. Also checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab und lasst ihm schöne Grüße da. Ja, tut mir wirklich wieder leid, ey, dass da einfach wieder nichts Gutes drin ist. Ich weiß nicht, aber irgendwann wird da, denke ich, wieder was Geiles kommen. Da bin ich mir sicher. Und ja, wir packen natürlich alles auf die Transferliste und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Dreier-Inform-Sets. Hier diesmal natürlich auf dem PC, ihr wisst Bescheid, ein Dreier-Inform-Pack mal wieder. Mal gucken, ob das besser ist. Mal gucken, ob wir hier vielleicht Pogba oder irgendwie Sanchez bekommen oder Dybala. Also da gibt es echt richtig geile Sachen zu ziehen. Jetzt das erste Pack, da wird auf jeden Fall kein Schlitz drin sein. Mal schauen, vielleicht irgendeine underrated Card, die gut ist. Okay, Castro. Da hätte ich mich jetzt natürlich über was anderes mehr gefreut. Aber das sind ja auch nur 25k Packs. Vielleicht wird ja hier was kommen. Ja, tatsächlich. Ein 83 plus. Und mal schauen, welche Karte das ist. Holland. Zentrales Mittelfeld. Strootmann von
Rom. Okay, Strootman. Ja, 84 rated, immer gut zu gebrauchen, ihr wisst es, zum Abgeben und so weiter. Den packen wir auf jeden Fall schon mal hier auf die Transferliste und jetzt kommen wir zum Inform-Pack und mal gucken, ob hier eine Granate drin sein wird. Jungs, einfach Pogba oder sowas, komm schon, gönnt einfach mal. Ich drück drauf und let's go. Oh mein Gott, bitte, Alter, bitte hier was Gutes. Es wird, welche Nation? Brasilien, Stürmer. Und es wird Liverpool. Roberto Firmino, 86 rated. In unserem Elite 3 Rewards. Jungs, Roberto Firmino, der gibt aber sowas von dick Kohle. Und da kann noch was dahinter sein. Da kann noch was dahinter sein. Nice, Alter. Okay, Roberto Firmino, stabil, hat auch richtig gute Stats. Und den könnte man natürlich auch selber spielen für die Weekend League. Aber jetzt mal schauen. Wer noch dabei ist, komm, bitte gönnt hier noch irgendwas. Arnautovic oder so. Bitte, komm schon. Es wird Dendonka. Moment mal, der ist Innenverteidiger. Was? Seit wann ist denn der Innenverteidiger? Bryce White, auch nicht schlecht eigentlich von Middlesbrough. Aber Roberto Firmino ist natürlich da. Dieser Schlüsselspieler, der auch noch unglaubliche 150.000 Coins wert ist. Nice, sauber. Also das sind schon mal sehr, sehr gute Rewards. Ich gucke jetzt nochmal nach, wie viel hier Dendonka wert ist. Ja, gar nichts. Dafür hat er eigentlich ganz gute Stats. Ist, glaube ich, auch, ja, also eigentlich gar nicht so schlecht für einen Innenverteidiger. Und Bryce White, denke ich mal, dass er jetzt nichts kosten wird. Nee, aber okay, ich bin zufrieden mit diesen Rewards hier. Und jetzt kommen wir natürlich zu den dicksten Packs, nämlich zu den Elite 1 Rewards, wo wir 36 Siege geschafft haben. Mal gucken, ob wir das noch übertrumpfen können. Wir sind jetzt also auf dem Hauptaccount und Freunde, ich hoffe einfach mal, dass das hier jetzt gut geht. Wir haben dann also zweimal Inform-Packs und natürlich auch nochmal zwei 100k-Packs, 125.000 Coins kriegen wir auch noch einmal obendrauf. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr jetzt hier einmal Mitleid habt, dass wir uns tatsächlich hier heute oder letzte Woche den Arsch abgeschwitzt haben für 36 Siege. Wir haben 36 Siege geholt von 40 Spielen. Meine, ja, zweitbeste Weekend League, 37 war mein Rekord. Und hier in diesen beiden Elite 1 Packs, in diesen beiden Elite oder Inform Packs, kann auf jeden Fall heute was Geiles drin sein. Wir haben bisher Roberto Firmino gezogen, der schon gar nicht schlecht war. Jetzt haben wir hier 200k Packs, ein, zwei Spieler Set. Ich nehme die einfach mal auf die Schnelle mit und schreibe natürlich rein, wen ihr gezogen habt. Okay, im zwei Spieler Set ist schon mal keine 83 Plus Karte drin. War schon mal nicht so gut aus. Sind aber nur die Vorbesteller Packs. Denn jetzt kommen wir zu den Elite 1 Rewards. Jungs, wer wird da drin sein? Erstes 100k Pack. Mal schauen, ob da schon eine Überraschung drin sein wird. Irgendwas Heftiges. Es wird ein Schlitz. Frankreich, Stürmer. Und das ist, es ist Antoine Griezmann. Junge, Antoine Griezmann im Pack. 100k Pack. Es hat sich gezeigt gemacht, dass wir nicht aufs Team of the Year gewartet haben. Sauber, Alter. Griezi, Alter. Zack, Hashtag Griezmann in die Kommentare. Das nenne ich schon mal Packluck am Start hier. Okay, okay, okay. Was für ein Spieler. Einfach nur stabil. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer noch dahinter ist. Sauber, Jungs. Sauber. Das ist doch schon mal perfekt eingeleitet. Okay, daneben ist leider erstmal nichts, aber Griezmann natürlich schon mal wirklich richtig sick. Kostet 170.000 Münzen oder 160.000 Münzen. Das ist natürlich perfekt. Den kann man verkaufen. Dann haben wir hier Nani Troll und so weiter. Bastos. Wir brauchen mal wieder Bass hier. Und ansonsten natürlich nichts, aber egal, Mann. Wir haben Griezmann gezogen und das ist natürlich schon mal richtig stabil. Hashtag Griezmann in die Kommentare, wenn das einer eurer Lieblingsspieler ist. Und jetzt kann ich eigentlich direkt das zweite hinterher nehmen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so gut sein wie Griezmann, aber es könnte ja trotzdem was Gutes sein. So, komm schon hier. Bitte was Gutes. Holland, Innenverteidiger. Okay, es wird De Vrij sein. Brauche ich mir nicht länger angucken hier, deswegen überspringen wir das Ganze. Piszczek, Pastore, Sommer, noch ein paar 83er Karten, Sturridge. Und ja, Griezmann war ja schon stark. Und jetzt sein Landsmann Pogba oder sowas hier im Pack. Das wär's natürlich. Komm, erstes Inform-Pack. Wer wird es sein? Sanchez, Dybala oder Pogba hier am Start? Bitte, 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 bitte. Es wird Kroatien, Innenverteidiger. Liverpool, Lovren. 84er Lovren.
Ja. Was sage ich dazu? Da sage ich erstmal dazu, ich weiß nicht. Nivea Mensch. Okay, was labert der Typ? Oh mein Gott, okay, Lord Brenn ist ja sowas von Kacke. Ja, egal, da kann ja jetzt nichts Besseres drin sein, oder? Er ist noch dabei. Lingard, okay. Ja doch, der ist gut eigentlich. Jesse Lingard hier. Hat der Forster leider nicht. Aber wegen Premier League und Manchester United könnte er noch ein bisschen was kosten. Lovren denke ich jetzt mal, dass er nichts wert ist. Er hat 20.000 Coins. Lingard, schauen wir mal nach. 50.000 vielleicht für den. Er kostet sogar 60.000. Alter. Okay, das ist natürlich gar nicht schlecht. Und Dendonka, mal gucken, wie teuer der hier ist. Er kostet auch nichts, sondern 12.000 Münzen. Okay, die ersten Elite Rewards sind schon mal nicht so gut, aber das nächste 3 Inform Pack könnte er jetzt regeln. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf die Knie und wollen jetzt dir natürlich den Sanchez einfach rufen, Alter. Sanchez, Alexis, Sanchez, Paul Pogba. Es gibt so viele, Jungs. Es gibt wirklich so viele, die wir jetzt hier ziehen können. Oder die Baller. Die Baller wären natürlich ein Schmuckstück. Okay, 3, 2, 1. Jungs, lasst ein Like dafür mehr. 36 Siege. Hat sich's bezahlt gemacht oder hat sich's nicht bezahlt gemacht? Ich kann nicht hingucken, ehrlich gesagt, aber ich guck trotzdem hin. Bitte, 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 bitte. Dänemark, linkes Mittelfeld. Middlesbrough. Ha. Wife White. Ja. 82 rated. Das ist natürlich stabil. Stabil, würde ich sagen. Ja. Krass. Okay, das ist krass, Mann. 36 Siege. Und ihr habt es gesehen, die Elite 3 Rewards waren besser sogar. Oh mein Gott, wir haben nicht mal. Wir haben, okay, ein Kulu kann noch was wert sein, aber ich glaube auch nicht. Wir haben nicht mal Ake oder sowas gezogen. Das ist schon echt hart. Und Freunde, wir haben Griezmann gezogen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber wir kommen hier Elite 1 mit 36 Siegen. Und EA gönnt es einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, macht's gut. Lasst trotzdem gerne ein Like da. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.